Hallo, heute setze ich meine Reihe der Destiny Waffen Reviews mit einer Review zum Soros Regime, einem exotischen Automatikgewehr, fort. Das Soros Regime könnt ihr bei einer Vielzahl von Aktivitäten finden oder für 23 Münzen bei Xur kaufen. Das Soros Regime hat eine große Besonderheit, denn als Automatikgewehr und generell als Soros Regime wurde es insgesamt schon dreimal genervt, also runtergepatcht. Der Schaden wurde insgesamt etwa um ein Viertel reduziert, es ist also jetzt deutlich schlechter, als es früher mal war. Kurz nach Release war es mal eine der stärksten Waffen im Spiel, wenn nicht sogar die stärkste. Es hat aber noch eine weitere Besonderheit, denn unupgradet ist es für PvP tatsächlich stärker, als wenn man es upgradet. Warum das so ist, dazu später mehr. Erstmal beschäftigen wir uns mit den Extras der Waffe, wenn man sie denn upgradet. Zum einen gibt es dort einen Trade-off zwischen Reichweite und Präzision, aber langfristig über die gesamten Extras könnt ihr beides aufwerten. Das ist prinzipiell für ein Automatikgewehr gut, da man sowohl Reichweite als auch Präzision für eine automatische und sehr präzise Waffe durchaus haben will. Außerdem hat das Soros-Regime das exotische Soros-Regime-Extra, das dafür sorgt, dass sich der Schaden in der zweiten Hälfte des Magazins kontinuierlich erhöht und dass die zweite Hälfte des Magazins eine Chance hat, euch nach einem Kill zu heilen. Der rote Tod macht das garantiert, beim Soros-Regime hat man nur eine Chance, aber auch eine Chance, die relativ wahrscheinlich ist, kann schon ziemlich nützlich sein. Das andere Extra des Soros-Regimes, das nicht exotisch ist, sorgt dafür, dass ihr beim Zielen mit der Waffe langsamer feuert und mehr Schaden anrichtet. Und dieses Extra ist auch dafür verantwortlich, dass sie tatsächlich schlechter ist, wenn man die Waffe aufwertet. Euch dürfte jetzt schon aufgefallen sein, dass das Soros, das ich in diesem Gameplay benutze, nicht upgegradet ist. Denn unabhängig davon, ob ich mit der Waffe ziele oder nicht, es feuert immer gleich schnell. Das ist tatsächlich vorteilhaft, denn das Extra erhöht zwar den Schaden, aber dieser erhöhte Schaden reicht beim Zielen und dann beim Schießen nicht aus, um die gesunkene Feuerrate zu kompensieren. Die Waffe wird also tatsächlich langsamer darin, wie sie Gegner tötet. Effektiv liegt der einzige Vorteil also dabei, dass sie sehr munitionseffizient ist, aber da man bei Automatikgewehren ohnehin schon Berge an Munition mit sich rumschleppt, ist das eigentlich kein Problem. Somit ist es nur noch nachteilig für PvP. In PvE ist die Situation anders. Dort erhaltet ihr durch die Upgrades auch einen höheren Angriffswert, der in PvE tatsächlich eine Bedeutung hat. Somit empfiehlt es sich, wenn man das Soros-Regime wirklich sehr viel benutzen will, zwei davon zu haben. Nämlich ein upgradetes, das ihr für PvE benutzen könnt, und ein nicht upgradetes für PvP. Für all jene, die keine zwei Soros-Regimes haben oder haben möchten und die sich auch nicht mit einer unupgradeten Waffe im PvP mit anderen Spielern messen möchten, gibt es allerdings eine Alternativlösung. Denn das Soros-Regime extra, wie schon erwähnt, erhöht außerdem den Schaden der Waffe auf der zweiten Magazinhälfte. Und damit könnt ihr, wenn ihr dann die erste Magazinhälfte einfach bevor ihr einen Gegner angreift, jedes Mal irgendwo wegfeuert, mit der zweiten Magazinhälfte komplett mit erhöhten Schaden arbeiten. Das ist zwar am Anfang noch recht minimal, da sich im Laufe der zweiten Magazinhälfte dieser Schaden noch erhöht. Wenn ihr entsprechend aber ungefähr zwei Drittel des Magazins wegfeuert und dann nur noch 10 Kugeln im Magazin habt, ist der Effekt relativ spürbar. Der Nachteil ist natürlich, dass ihr weniger Kugeln in Reserve mit euch rumschleppt und dass ihr jedes Mal Kugeln verfeuern müsst. Dafür erhaltet ihr allerdings einen recht effektiven Ausgleich des DPS-Verlusts, den ihr durch das Upgraden und das langsamere Feuern erleidet. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen des Soros-Regimes, die sich im Großteil gegenüber dem Vergleich mit anderen Waffen ergeben. Aber erstmal noch ein minimaler Vorteil, denn das Soros-Regime ist tatsächlich eins der stärksten, wenn nicht sogar das stärkste Automatikgewehr. Das sollte man nochmal positiv erwähnen. Und dann kommen auch schon die Nachteile. Denn das Soros-Regime kann nicht unbedingt mit dem DPS von den meisten Revolvern mithalten. Im Gegenteil, selbst wenn man jede Kugel perfekt mit Präzisionstreffern trifft, bleibt der DPS unter dem vom letzten Wort, selbst wenn man mit dem letzten Wort nur Körpertreffer trifft. Das Soros-Regime ist damit zwar einfach in der Handhabung, allerdings doch insofern anspruchsvoll, als dass man sich damit keine Fehler erlauben kann, wenn man damit effektiv gegen andere gute Spieler spielen will. Das Soros-Regime bleibt also trotz der vielen Male, die es runtergepatcht wurde, tatsächlich noch schwach wettkampffähig. Allerdings ist es nicht unbedingt die beste Wahl,
da diverse exotische Revolver es einfach overpowern werden, vor allem wenn man gegen einen guten Schützen antritt. Gegen schlechte Schützen hat man mit dem Source-Regime noch einen moderaten Vorteil. Ich hoffe, meine Review hat euch gefallen und war hilfreich.